willkommen zur Pressekonferenz auf unserem Heimspiel von TSV Herding. Ich darf Gästetrainer Thomas Vogel recht herzlich begrüßen. Bei uns der Andi Zeck. Ja, Thomas, guter Start von ihrer Seite. Und dann, ja, wie hast du es gesehen? Okay, servus bei uns. Ja. Ganz, ganz schwieriges Spiel natürlich in Landsberg. Ich weiß gar nicht, wie viel Abzeit heute haben wir verloren. Einmal? Zweimal? Okay. Also ich habe schon gewusst, Trauben hängen sehr hoch. War natürlich super, dass wir 2-0 vorne waren. Dann haben wir gedacht, jetzt könnte es erstmal so weit sein, dass wir hier gewinnen. Aber in den Playoffs muss man halt, oder in der Zwischenrunde, muss man halt die Kleinigkeiten richtig machen. Vor allem hart arbeiten, defensiv denken, auch mal bei Fouls oder bei Zweikämpfen mal einstecken, nicht gleich wieder austeilen, sodass es 2 Minuten gibt. Und diese Kleinigkeiten kosten halt dann meistens bei gleich starken Mannschaften oder bei engen Spielen, kosten halt meistens dann das Spiel. Und wenn das meine Jungs jetzt nicht schon langsam begreifen, dass das hier in der Zwischenrunde wie ein Playoff ist, und man eben diese Kleinigkeiten richtig machen muss, dann wird es noch ein hartes Stück Arbeit für uns, dass wir unter die ersten 4 rauskommen. Aber wie gesagt, zu dem Spiel heute, Landsberg war dann ab diesen 2-0 eigentlich den Tut besser wie wir, haben dann auch die Tore geschossen, waren cleverer und haben ganz verdient gewonnen heute. Ohne Überlegung war Landsberg heute der verdiente Sieger. Ja, danke schön. Das geht, glaube ich, runter wie Öl, wenn man so ein Kompliment bekommt. Für dich war das heute, glaube ich, auch ein bisschen ein komisches Spiel. Du durftest nicht an die Bande. Gab es ja am Freitag einen Zwischenfall, wollen wir gar nicht mal näher drauf eingehen. Ja, wie war das für dich heute aus der Zuschauerperspektive? Ja, das ist. Man sieht dann tatsächlich noch aus der Zuschauerperspektive Sachen, die man dann an der Bande nicht sieht. Das ist tatsächlich so. Und es ist auch gut so gewesen. Heute sagt ja, in Anführungszeichen gut so gewesen. Man hat wirklich noch Sachen, die man jetzt im Training ansprechen kann, wo man mehr drauf achten muss. Ansonsten, am Anfang waren wir nicht ganz da mit den 2 Tore. Dann haben wir uns gefangen und haben eigentlich dann solide zu Ende gespielt. Zweites Viertel, drittes und drittes Viertel. Und haben dann auch in der Defensive wesentlich besser gestanden. Ich denke, wenn wir das so weitermachen und kontinuierlich unsere Stufen immer wieder nach oben gehen, dann kann es am Ende ganz gut ausgehen, denke ich. Wichtig ist es dann nicht irgendwie gegen 6 Punkte in Nürnberg zu bekommen oder sonst irgendwas, dann ganz stabil, bodenfest weiterzuarbeiten. Die Mannschaft zeigt Spiel für Spiel, dass sie immer ein Ticken besser werden kann. Seit dem Jahreswechsel, seit dem Memmingen-Spiel, ist es ein ganz anderes Auftreten. Und ich denke, wenn wir da so weiterarbeiten, ohne Höhenflüge zu bekommen, dann kann das noch eine ganz tolle Saison werden. Danke, Andi. Ja, auch wenn dir das da heute einigermaßen gefallen hat, für uns ist es sicherlich besser, wenn du an der Bande stehst. Das wollen wir jetzt nicht einreißen lassen. Darf mich recht herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit. Wir haben eine Frage. Gibt es heute eine Frage? Ja, Moment. Ich wollte von Martin wissen, ob die Flasche im Buchwerk vom Hauptsponsor übergekommen ist und ob das der Badeholz war. Willst du dann darauf antworten? Das weiß ich nicht mehr. Danke. Vielen Dank für die Frage. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche allen einen guten Nachhauseweg, einen schönen Sonntagabend. Auch den Gästen, kommt gut nach Hause, alles Gute. Und wir sehen uns dann schon wieder nächsten Freitag, 20 Uhr. Zu Gast ist dann Wiesbach. Danke. Tschüss.